Hey, wunderschönen guten Tag zurück. Da sind wir wieder. Und jetzt nehmen wir uns hier mal den, was war das, Dings-Chip an. Weil wir müssen hier so einen komischen Chip einführen. Da brauchen wir jetzt nicht drauf rumrücken, gehe ich mal von aus, weil er sagt, sowieso geht nicht. Hier haben wir aber noch einen Data-Buffer. Do you hear me speaking? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore had an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in. Watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Bisschen dark. Oh, naja, okay. So, also, wir müssen ja diesen komischen Werkzeugchip kriegen. Oder Toolchip, oder ich habe vergessen, wie der heißt. Irgendein Chip halt. Und sie sagte, wir sollen. Na, das ist schon mal nicht. Also, dich zerlegen, glaube ich, können wir sowieso nicht. Du bist viel zu wertvoll für uns. So, ich denke mal, sie meinte ihn hier, dass wir ihn auseinandernehmen sollen. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerne etwas ausprobieren, und zwar eine Theorie, die ich habe. Hier liegt doch auch einer rum. Komm mal her. Hast du nicht so einen komischen Chip drin? Nein? Echt nicht? Junge, kannst du den hier mal aufschweißen? Was? Hat er gesagt? Echt nicht? Ich habe jetzt schwören können, dass das geht. Okay, das macht es dann wieder schwieriger. Also wir brauchen... Was? So ein Chip. Und ich garantiere dir, es gibt einen anderen Weg. Als ihn hier. Ich will den eigentlich nicht zerlegen. Es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit. Nur rausfinden, wie. Irgendwie. Ja, da geht nicht auf. Irgendwie oder irgendwo. Liegt vielleicht was rum, was wir gebrauchen können. Block zugreifen. Nee, da bringt uns alles nichts, glaube ich. Wir bräuchten irgendwo eine irgendwas, wo was liegen könnte. Sieht hier aber nicht so gut aus. Also, es sieht nicht so gut für den kleinen Mann aus. Es sieht danach aus, als wenn wir den schlachten müssten. Finde ich eigentlich scheiße. Hier haben wir nichts gefunden in dem Laden. Was mich ein bisschen stutzig macht. Wird ja nichts im Klo liegen. Aber ich dachte vielleicht, dass hier irgendwo ein Schrank ist, wo man was rausziehen kann. Oder in irgendeinem Regal. Sieht aber nicht gut aus für den Jungen. Wenn ich das jetzt hier benutze, ändert sich irgendwas? Werden immer mehr Risse, oder? Meine ich denn nur? Ich dachte, vielleicht ändert sich was. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht danach aus. Mist. Mist. Ah, ja, ist natürlich blöd. Kann man da irgendwo... Hier liegt noch einer. Hm.
Kann man irgendwas mit denen machen? Die müssen doch auch so einen Chip drin haben, oder? Was? Der hat ja ein Geräusch gemacht, ne? Ja, dann schnallt ihr nochmal auf hier, Junge. Oder was willst du mir mit deinen Geräuschen sagen? So, kannst du den jetzt hier mal zerlegen? Du kannst das doch. Hallo? Ist jetzt immer noch grün? Ja. Oh, da hat er so komisch. Da macht er aber auch so Geräusche. Was, willst du mir irgendwas sagen oder was? Hm. Ich habe jetzt gedacht, wirklich, dass vielleicht man kann aus den Dingern hier irgendwas rausholen. Und braucht den Typen nicht zu schlachten, weil die sind ja schon tot. Quasi. Ne? Hm. Weil sonst. Habe ich leider nicht viel gesehen hier. Nee, eigentlich gar nichts. Hier ist der Zeppelin-Ding. Was? Der R hier ist nicht so gut für uns. Ich weiß nicht, was mit dem ist, aber Antenne. Funk. Wiederherstellung. Wiederhergestellt. Strasky, you can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Anchor's is set on being a stubborn old man. All right. see you soon, Brandon. Happy evac. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean Mr. Anchor, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Oh, wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Also der Typ, der ist nicht ganz richtig in der Birne. Also. Bleibt nur noch ein Ding eben zu checken. Macht aber keinen Sinn eigentlich, ne? Hier reinzugehen, macht das Sinn? Ja, macht schon Sinn, weil ich würde gerne weiterkommen, ohne den kleinen Mann zu töten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht. Wir werden das hier nämlich jetzt nochmal eben versuchen. Und wenn das nichts bringt, werden wir das wohl machen müssen. Das hilft ja nichts. Der Schrank zu drücken. Der ist zu. Warum ist der zu? Verstehe ich nicht. Wofür ist der Schacht denn dann? Da nichts anklicken. Nee. Also ich sehe echt schwarz. Ich weiß wirklich nicht. Karten, Pillen, Töpfe, Tassen, alles da, aber so ein Chip. Tut mir leid, sehe ich nicht. Also werden wir jetzt mal gucken, ob wir den echt schlafen müssen. Thank you.
gäbe es sonst noch für eine Möglichkeit? Gibt es noch eine Möglichkeit? Vielleicht bei der Assembly Line? Got it. Gibt es hier vielleicht irgendwo was? Was ist das hier? Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, so einen Chip zu bekommen? Ohne. Ja, was willst du mir damit sagen? Ob du Angst hast oder was? Komm mal da hoch. Nee. Irgendwo. Ach, das hier meinte der, ist ein Long Drop oder was? Careful, Simon, careful. Ja, das überlebst du nicht. Okay, da ist nix. Da waren wir gerade. Hier auf der Assembly Line ist ja generell jede Menge Roboterzeugs. Aber, oder was auch immer das hier ist. Aber, sieht nicht danach aus, als wenn man hier immer gebrauchen könnte, oder? Das ist echt scheiße. Was sind das denn für Dinger? Haben die nicht irgendwie was, was ich hier brauchen kann? Nein, echt nicht. Du vielleicht? Nein, auch nicht. Hier? Nee. Ah. Hier sind jede Menge Teile. Die Idee war doch gut von mir, oder? Dass man das vielleicht irgendwie umgehen kann. Also beziehungsweise, dass man den verschonen kann. Control Room, ja, da waren wir gerade. Da ist er wieder. Ja, jetzt sind wir eine Runde gelaufen. Hat nichts gebracht. Gar nichts gebracht. Es sieht nicht gut aus. Ich habe es versucht. Was? Oh. Ich habe es, weiß Gott, versucht, oder? Wie, was ist denn? Ist denn da irgendwas? Nee, aber da kommt man ja auch nicht hin. Über das Geländer komme ich nicht, oder? Soll man versuchen? Ich glaube, da kann ich einfach nicht drüber. Nee, da kann ich nicht drüber. Ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, oder ich hätte mir vorstellen können, dass der kleine Roboter, der da liegt, der ja schon im Arsch ist, da willst du mir sagen, ich kann da nicht hoch, oder? Ne, kann ich nicht hoch. Dass der uns so einen Chip gibt. Naja, hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo der Typ ist, da hinten. Und dann werden wir den mal anquatschen. Und, Hey, you! Help me out here, will you? Listen. Don't worry about it. I got this. Hey, can you hear me? Don't stand there, you know better than that. Hey, you. Make yourself useful. Hey, can you hear me? Give me some. Oh, weißt du, ich bin so dumm. Wir hätten doch einfach mal auf den Knopf drücken sollen. Alter, bin ich behindert. Ich bin so scheiße im Kopf, ne? Jetzt hat sich wahrscheinlich schon jeder aufgeregt. Ja. Guess I have no choice. Ich bin so scheiße in der Birne, wa? So, aber jetzt werden wir natürlich erstmal nochmal probieren, den auseinander zu friemeln. Ah, wenn wir nicht mehr denken können, dass wir den nicht mal ebenso mit der Hand auseinandernehmen. Ja, wo ist das Moped jetzt? Oh, entweder ihn oder ihn. Und ihn nicht. Dich oder dich? Boah, das ist aber scheiße, ey. Das ist aber richtig assi. Ja, den kleinen können wir auf keinen Fall auseinandernehmen. Tut mir leid, ey, da geht nicht. Und sonst kann man hier auch nichts kaputt machen. Ich kann nicht das kleine Ding auseinandernehmen. Der hat uns schon so oft geholfen. Nee, 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 das geht gar nicht, ey. Also wenn jetzt da hier Sophie's Choice ist, dann müssen wir leider den Dicken auseinandernehmen. Weil, ja, tut mir leid, ne, den Kleinen, den können wir nicht. Den K8 oder wie er hieß. Da
Er geht nicht. Er geht nicht. Geht er nicht. Nein, nein, geht er nicht. Und sonst war ja hier auch nicht besonders viel. Wir haben da hinten den einen. Kann man hier vielleicht damit irgendwie die Tür aufmachen? Nee. Nee, schade. Nee, dich nehme ich nicht. Na, tut mir leid, da mache ich nicht. Also da müssen wir wirklich jetzt den Dicken nehmen. Es hat keinen Zweck. Es tut mir wirklich leid. Es scheint so, als wenn wir nur... Hallo? Ja, es tut mir wirklich leid. Ich mache da nicht gerne. Es tut mir wirklich leid, aber die Wahl war jetzt zwischen dir und ihm. Und er hat einfach gewonnen. Er tut mir leid. This works. Zumindest gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das nicht anders machbar ist. Also einer von den beiden hätte sterben müssen, oder? Wieso habe ich Interferenzen? Warum habe ich Störsignal? Gott. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Ich habe alles versucht. Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. It just keeps suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Also ja, ich wollte ihn nicht töten. Der Kleine ist jetzt auch weg. Der hat wahrscheinlich Angst vor uns, gehe ich mal ganz stark von aus, weil wir gerade einfach mal hier so ein Ding abgeschlachtet haben. Kann ich auch wieder verstehen. Ich hätte wirklich gerne anders gehandelt, aber ich habe es versucht. Ich habe lange genug hier rumgelaufen. Wie lange hätte ich hier noch rumlaufen sollen? Vielleicht gab es noch einen anderen Weg. Er tut mir wirklich leid, aber ich... Keine Ahnung, was soll ich machen? Welchen Knopf denn? Den da? Ich hab's versucht. Thanks. Das kann aber nicht gut enden hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gut enden wird. In welche Richtung? Aber das ist vorne. Das ist vorne. Das ist schon cool, vor allen Dingen Suchscheinwerfer bewegen sich auch noch. Also, sieht man irgendwo was? Ich sehe leider gar nichts. Aber das müsste vorne sein, ne? Ich höre Sachen. Oh oh. Ganz komische Geräusche. Also die Musik ist sehr... Really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dud back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dud back, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then... We can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird...
a thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni tool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Bitte jetzt concentrate eben on nicht. Getting inside Theta, ja, okay? Eben. See you soon. Okay, Leute. Wir haben es geschafft nach Theta. Ich dachte jetzt, dass unterwegs noch was passieren würde. Ist aber nicht, Gott sei Dank. Ja. Wir sind angekommen quasi. Das ist krass. Machen wir hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.